Die Tierschutzorganisation PETA ist schockiert. Neuer Skandal um Ricarda Lang. Männer, haltet euch fest. Erstmal hallo. Ricarda Lang ist nicht mehr auf dem Markt. Denn sie hat am letzten Wochenende den Bund der Ehe geschlossen. Der Glückliche heißt Florian Willisch. Der ist Mathematiker an der Universität Hannover und neben Ricarda wirkt er schlanker als er ist. Mit ihrer Hochzeitsfeier hat sich Ricarda ziemlich große Feinde gemacht. Die Tierschutzorganisation PETA ist entsetzt. Fleisch auf der Hochzeitsspeisekarte einer grünen Politikerin. Wir sind schockiert, dass hier Körperteile fühlender Lebewesen serviert wurden, äußert sich PETA empört. Die Hochzeit fand in Berlin statt und unter den Gästen waren prominente Persönlichkeiten wie Robert Habeck, Omnit, Nuri Pohr und Luisa Neubauer. Ja, und wie ich vorhin schon sagte, das wurde Putenbrust serviert, was bei PETA für Empörung sorgte. Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin bei PETA Deutschland, betonte, dass hier landwirtschaftliche Tierhaltung unseren Planeten in rasantem Tempo zerstöre und einer der größten Treiber der Klimakatastrophe sei. PETA forderte Ricarda Lang auf, künftig auf eine rein pflanzliche Ernährung zu setzen, um ihrer Rolle als Vorbild gerecht zu werden und einer lebenswerten Zukunft für alle zu ermöglichen. Die Organisation lud sie ein, an PETAs kostenlosen Vegan-Start-Challenge teilzunehmen und bot Unterstützung bei der Ernährungsumstellung an. Ja, das war's, was ich euch berichten wollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt läuft die Aufnahme. So, steht? Der ist Mathematiker an der Universität Hannover. Steht? Ja, und laut Berichten, Und wie gesagt, das wurde Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.